Herzlich willkommen zum Algeco Pressetalk nach dem Spiel. Das heutige Spiel wurde präsentiert von Autohaus Next. Vor 5.560 Live-Zuschauern endet das Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Pinguins Bremerhaven mit 3:4. Die MVPs des heutigen Spiels wurden präsentiert von Lotto Hessen. Bei den Gästen ist es Markus Wikingstedt geworden und bei den Löwen Dominik Bock. Ich darf jetzt beide Trainer bei mir begrüßen. Unseren Gästetrainer Thomas Poppisch und Löwen-Headcoach Jerry Fleming. Zuerst bei den Gästen natürlich Ihr Statement, bitte. Ja, guten Tag. Ja, uns war natürlich bewusst, wenn wir heute nach Frankfurt kommen, erste Heimspiel nach langer Zeit wieder DEL, dass hier eine besondere Atmosphäre, eine besondere Stimmung herrschen wird, dass auch die Mannschaft Frankfurt ihren Beitrag dazu leisten will. Wir waren eigentlich gut vorbereitet. Ich fand jetzt nicht, dass wir so schlecht reingestartet sind, aber nach dem ersten Drittel bist du 0-3 hinten. Schlimmer kann es eigentlich in dem Moment nicht aussehen, aber mir hat das erste Drittel von der Art und Weise, wie wir in vielen Spielsituationen aufgetreten sind, hat mich optimistisch gemacht und dann sind wir weiter dran geblieben, haben dann Tore geschossen und ja, hinten raus ist es natürlich ein enges Spiel, 3-3, vielleicht ein Wechselfehler von Frankfurt ausgenutzt mit einem sehr schönen Schuss von Niklas Jensen und wir sind natürlich froh, gerade in dem Spiel heute, dass wir hier den 3 Punkte mitnehmen konnten. Dankeschön. Derry, your statement, please. Yeah, obviously it was a great atmosphere, a great crowd. You know, we got off to the start that we wanted to get off. I thought, they came out. Our goalie made some big saves early. And then we were opportunistic. We capitalized on our scoring chances. I thought in the second period, we got away from our game plan a little bit, give them credit. They pressed us hard. They took away a lot of our options. They were above the puck, and they were physical. I thought we got away from our physical play. And in the third period, an untimely penalty, some costly mistakes, stuff that we'll learn from. But, we'll just get better and better. Thank you. Gibt es Fragen der anwesenden Presse? Ja, Frage an Thomas. Als Ex-Frankfurter, wie erlebst du die Löwen in den letzten Jahren? Hast du sie verfolgt? Und wie hast du sie auch heute wahrgenommen? Und was hat euch das Leben so schwer gemacht? Wie haben es die Löwen gemacht? Also erstmal, wenn man hierher kommt, denkt man, hier ist noch 1995, ist alles identisch. Ist manchmal leider so oder auch gut so, weil die Atmosphäre war wirklich toll gewesen. Das Leben schwer gemacht, ich meine, wir haben hier mit Frankfurt eine Mannschaft, die auf hohem Niveau Eishockey spielt. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendwie eine Schwäche ist. Ich meine, wenn man sich Line-Up anguckt, ist eine hohe Qualität. Sie sind sehr gut eingestellt gewesen. Sie spielen eine super Struktur. Sie sind immer in der richtigen Position eigentlich. Und wir wussten, dass wir sie heute nur über Laufen und über Zweikämpfe dann schlagen können. Und da haben wir versucht anzusetzen. Und ich glaube, es ist uns über die komplette Spielzeit eigentlich auch ganz gut gelungen. Wollen wir noch an Gary, 5 Verteidiger das ganze Wochenende. Ist euch ein wenig die Luft ausgegangen, dann vielleicht zweites und letztes Drittel, dass wir nicht mehr zulegen konnten? No, I don't think you can put it on our D. We had 5D, but you got to play connected on the ice. And we weren't connected tonight. I don't think we were connected in the second and third period. There was too much separation. When we didn't head man the puck, guys were on an island. We weren't chipping and supporting. We just got away from our game plan. Obviously, playing two good teams, one on Friday and one again tonight. But I thought our D with 5D we rolled pretty well. It's just that we weren't playing connected. Gibt es weitere Fragen der Presse? Da kommt noch jemand dazu. Noch eine Frage der Presse? Oliver? Nein? Wurde wahrscheinlich schon alles gesagt. Okay. Alles gesagt. Dann schließen wir hier die Runde. Ich komme noch zu den nächsten Spielen der Löwen. Am Freitag geht es weiter gegen die Iserlohn Roosters. Um 19.30 Uhr ist der erste Bulli. Und am Sonntag geht es auswärts zu den Eisbären Berlin. Eine gute Heimfahrt für unsere Gäste. Vielen Dank für das Statement und natürlich auch allen Fans und allen Zuschauern eine gute Heimfahrt. Danke.